Abi und willkommen bei der Kochshow. Heute machen wir mal die Pizzaröllchen, die sich viele von euch gewünscht hatten. Ich hatte ja ein Bild auf Instagram gepostet, falls ihr euch erinnern könnt, mit den Pizzaröllchen, die mein Bruder dann hinterher alle aufgegessen hat. Also wirklich. Und weil ich euch nicht nur ein Rezept zeigen wollte, gibt es heute auch noch zwei unserer Lieblings-TV-Snack-Ideen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, schreibt das doch mal in die Kommis. Okay, jetzt geht's aber erstmal los mit dem Video. So, als erstes machen wir diese richtig leckeren Pizzaröllchen. Ihr braucht einen Pizzateig zum Ausrollen, kleine geschnittene Salami, Thunfisch und ganz viel geriebenen Käse. Natürlich braucht ihr noch eine Pizzasauce. Und nehmt unbedingt hier die von DM, das ist nämlich meine absolute Lieblingssoße. Also Leute, ihr werdet die lieben. So, bevor es jetzt weitergeht, habe ich mir erstmal die Haare hochgemacht. Das würde ich euch auch empfehlen, denn ich glaube, Pizzaröllchen mit Haaren drin wäre jetzt nicht so lecker. Holt jetzt den Teig aus der Verpackung und rollt ihn vorsichtig auf. Ihr könnt aber natürlich auch einen selbstgemachten Pizzateig nehmen. Und verteilt die Soße schön auf eurem Teig und achtet darauf, dass sie auch wirklich bis zum Rand kommt. Jetzt belegt ihr die eine Hälfte mit Salami oder was ihr sonst so gerne esst. Ich mache mir hier mal eine Markierung, wo die Mitte ist. Und auf die andere Seite gebt ihr euren Thunfisch. So, und jetzt ist der Käse dran. Schön überall dick den Käse drauf tun. Wir nehmen immer ganz normalen geriebenen Gouda, ihr könnt aber auch Mozzarella nehmen oder was ihr sonst so gerne mögt. Fangt jetzt von der langen Seite an, euren Teig aufzurollen. Macht das ganz vorsichtig, dass die Rolle am Anfang schön eng ist. Und jetzt wickelt ihr den Teig nach und nach von unten nach oben auf. Drückt am Ende die Teignaht nochmal fest aneinander. So, jetzt gehe ich mal eben ein Backblech holen. Damit es jetzt Röllchen werden, schneidet ihr immer kleine Scheiben von eurer Pizzaschlange ab. Legt die Pizzaröllchen mit ein bisschen Platz, weil sie nachher im Backofen noch aufgehen, auf das Backblech. Ich lege immer auf die linke Seite die Salami-Röllchen und auf die rechte Seite die Thunfischröllchen. Und eine Packung Teig reicht immer für ein ganzes Blech. Oh mein Gott, die sehen schon so lecker aus. Jetzt müsst ihr sie bei 220 Grad und ungefähr 20 Minuten in den Backofen schieben. Tadaratscha, meine Pizzaröllchen, da sind sie schon. Oh, das riecht schon so gut. Lasst sie zuerst auf einem Blech etwas abkühlen. Gebt dann eine schöne Serviette in eine Schüssel und füllt die Röllchen rein. Jetzt sind sie fertig zum Essen, aber ich nehme sie auch immer gerne mit auf Partys. So,
Wir haben jetzt schon den nächsten Tag, weil gestern konnten wir ja nicht alle Snacks auf einmal essen und deshalb machen wir jetzt die leckeren überbackenen Nachos. Dafür braucht ihr natürlich Taco Chips, kleine Mini Salamis, Tomaten, eine Avocado für die vegetarische Variante, Paprika, Frühlingszwiebeln und natürlich noch Käse. So, und jetzt schneide ich erstmal die Tomate und die Paprika in kleine Stückchen und dann bin ich gleich wieder da. Die Tomaten müsst ihr in kleine Stückchen schneiden. Am besten in so Würfel. Das gleiche macht ihr jetzt mit der Paprika. Und die Frühlingszwiebeln müsst ihr in kleine Röllchen schneiden. So, ich habe das Gemüse hier jetzt schon alles fertig geschnippelt. Und ich habe jetzt hier noch mein Fleisch, das muss ich noch aufmachen. Ihr könnt auch andere Salami nehmen, nur ich habe jetzt halt diese Beefies genommen, weil die eigentlich gut zum Schneiden sind. So, jetzt habe ich hier die Salami für die Fleischvariante, hier mein Gemüse und hier habe ich noch etwas Avocado für meine Mama geschnitten, für die vegetarische Variante und hier habe ich noch fast Käse gehobelt. Zuerst machen wir jetzt die Variante mit Salami. Verteilt die Tortilla Chips auf einem Backblech. Dann den Käse schön drüber. Dann die Tomaten- und Paprikastückchen. Jetzt kommt die Salami drüber. Und jetzt wieder eine zweite Schicht Tortilla Chips. Dann wieder die Tomaten und Paprika über die Nachos. Und hier muss ich nochmal Käsenachschub probeln. Der kommt dann auch darüber. Und natürlich nochmal Salami. So, ich habe jetzt alles geschichtet. Die Frühlingszwiebeln kommen gleich erst drauf, wenn das alles fertig ist. Und das muss jetzt bei 180 Grad und 10 Minuten in den Backofen. So, für die vegetarische Variante habe ich mir jetzt einfach nur so eine kleinere Schüssel genommen, weil das ja nur meine Mama isst. Erst kommen wieder Nachos rein, dann Tomate, Paprika und kleine Avocado-Stückchen. Natürlich den Käse und schält ihr dann wieder weiter wie eben. Oh, ich finde die Farbkombi hier voll schön. Das geht jetzt auch in den Ofen. In der Zeit, wo die Nachos jetzt im Ofen sind, könnt ihr schon mal die Soße, also den Dip dazu vorbereiten. Wenn ihr das mögt, könnt ihr schon die fertige Texicana Salsa-Soße benutzen, also auch irgendeine andere Soße, aber wir mögen die ganz gerne, aber wer es nicht so scharf mag, kann sich auch einfach Mayonnaise mit Ketchup mischen. Und das mag ich eigentlich am liebsten. Das geht auch super schnell und total einfach. Guck mal, diese geile Farbe. Ich stehe voll auf das wie so eine, ach, wie so eine Glasur. Jetzt warten wir nur auf die Nachos. So, ich habe die Nachos jetzt aus dem Ofen geholt und jetzt könnt ihr über alles noch ein paar Frühlingszwiebeln drüber streuen. So. Und in den Dip gleich dippen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, dass sie euch auch schmecken werden. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen dicken Daumen nach oben geben würdet. Lasst es euch schmecken. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.